Hallo miteinander, wir sind endlich beim nächsten Update angelangt. Ich würde sagen, dass wir direkt loslegen. Dieses Mal mit Altraverse. Als erstes hätte ich hier After the Rain. Schon unglaublich lange bei mir auf der Wunschliste. Dementsprechend habe ich mich natürlich darüber gefreut. Auf einem guten Weg ist der Manga, mich zu überzeugen, konnte es mit dem ersten Band aber nicht. Da freue ich mich einfach auf den weiteren Verlauf. Dann geht es weiter mit Super Lovers Band 6. Ich mag die Reihe ja unglaublich gerne. Dementsprechend lang war eigentlich die Pause, die nicht sein sollte. Freue mich einfach über jeden Manga, den ich von der Reihe neu im Regal stehen habe. Der nächste Verlag wäre Carlsen. Als erstes hätte ich hier 12 Jahre Band 10 und 11. Mittlerweile meine Begeisterung für die Reihe wiederentdeckt. Da freue ich mich natürlich darüber. Dann geht es weiter mit Alice in Murderland Band 2 bis 5. Ich meinte ja, dass ich die Reihe entweder aussortieren oder weiter fortsetzen sollte. Mich für die zweite Variante offenkundig entschieden. Auch ganz glücklich darüber. Bin aber gespannt, wie es weitergeht, einfach weil es noch einige Bände dauert. Dann geht es weiter mit Angelic Voice. Ich habe noch einige Lücken, die ich bis jetzt auch noch immer nicht geschlossen habe. Dementsprechend kann ich auch nicht weiterlesen. Beziehungsweise ich habe beim sechsten Band aufgehört, einfach weil ich dann wusste, dass ich sowieso, wenn ich bei Band 9 angelangt bin, nochmal von vorne anfangen sollte. Dann geht es nämlich weiter mit der 13, 15 und dann der 17. Müsste mal überlegen, ob ich sie ersetze, einfach weil ich die meisten gebraucht gekauft habe. Dann geht es weiter mit Attack on Titan Band 27 und 28. Ich finde noch immer, dass es recht hektisch ist. Dementsprechend hat Before the Fall bei mir die Nase vorn. Dann geht es weiter mit Final Fantasy Lost Stranger Band 2. War mal wieder super, super interessant. Kann ich wärmstens weiterempfehlen. Allgemein, ja, wird Final Fantasy einen nur sehr schwer enttäuschen können, was die Mangas angeht. Dann geht es weiter mit Haruhi x Kyo Band 4. Hat mir unglaublich gut gefallen, bis dato mein liebster Band der Reihe, kann ich dementsprechend weiterempfehlen. Dann geht es weiter mit einem Sherlock Band 1. Um ehrlich zu sein, mit den Charakteren wurde ich nicht so warm und auch das Setting bzw. die Umsetzung war nicht so meins. Dementsprechend würde ich mich da sehr gerne bei euch erkundigen, an euch orientieren. Dann geht es weiter mit Moriarty The Patriot Band 1. Der hat mir unglaublich gut gefallen, auch die weiteren Bände. Dementsprechend kann ich den Manga allgemein nur weiterempfehlen. Dann geht es weiter mit The Royal Tutor Band 3. Die Reihe hat mir ja überraschend gut gefallen. Hier hätten wir dann auch nochmal das Extra. Ein super schönes Lesezeichen. Der nächste Verlag wäre Egmont. Als erstes hätte ich hier Hab dich lieb, Suzuki-kun Band 4. Ich bin da sehr gemächlich unterwegs, bemühe mich aber mittlerweile, weitere Bände zu kaufen. Dann geht es weiter mit Liebe, deine Liebe, Band 13 und 14. Man sieht direkt, dass ich den 13. Band gebraucht gekauft habe, jedoch zu einem halbwegs humanen Preis. Da sollte ich mich wirklich nicht beklagen. Band 14 sogar neu. Darüber freue ich mich noch immer sehr. Dann geht es weiter mit Kaguya-sama, Love is War, Band 1. Er war ganz gut, aber komplett überzeugen konnte mich der erste Band noch nicht. Dann geht es weiter mit Kokodebüt, Band 7 und 8. Bereits angekündigt, dass ich weitere Bände gekauft habe, ist eine sehr ulkige, aber auch knuffige Reihe. Dementsprechend kann ich sie auch nur weiterempfehlen. Dann geht es weiter mit Your Name Band 1 bis 3. Somit auch abgeschlossen. Eine super tolle Reihe, die ich nur wärmstens weiterempfehlen kann. Da gibt es auch allerlei Input, deshalb sollte ich besser aufhören. Dann hätte ich hier nochmal die Hardcover Edition von Your Name. Dazu gibt es ein separates Video, ein Unpacking. Da sollte ich wohl auch nicht weiter ausholen. Freue mich nur noch immer darüber, weil es totschick ist und ich allgemein die Reihe nur weiterempfehlen kann. Zu guter Letzt hätten wir hier nochmal den Novel. Auch hierüber habe ich einiges erzählt. Kann ich weiterempfehlen, genauso wie den Anime. Allgemein Your Name ist super, super toll. Dann geht es weiter mit Kase, vertreten durch Devil Slime Band 1. Den Anime mal angefangen, den fand ich ganz interessant. Dann aber den Manga bevorzugt, beziehungsweise mit dem wollte ich weitermachen, müsste weitere Bände kaufen. Der nächste Verlag wäre Manga Cult. Als erstes hätte ich hier Six Bullet Band 1. Der hat mir ziemlich gut gefallen. Ich habe es leider noch nicht auf die Kette bekommen, weitere Bände zu kaufen. Sollte ich wirklich mal in Angriff nehmen.
Dann geht es weiter mit Blame, etwas teurer, aber um ehrlich zu sein, die Aufmachung, vor allem das Hardcover. Ich find's super, super schick. Da kann man auch mal ein wenig mehr zahlen. Dann geht es weiter mit Cells at Work Band 2 und 3. Meine Pause war lang genug. Da brauchte ich endlich mal weitere Bände. Ich kann ganz kurz hier mal eine Charakterkarte zeigen. Dann geht es weiter mit Guns Band 3 und 4. Sehen super schön aus, vor allem, ja, geht es in Dreierschritten weiter, bedeutet, Band 4 bis 6 sind in Blau gehalten, Band 7 und 9 dann wieder in Rot. Dann geht es weiter mit Ich bin eine Spinne, na und Band 2 und 3. Dieses Gaming-Konzept gefällt mir immer besser und besser, dementsprechend freue ich mich immer zu, einen neuen Band im Regal stehen zu haben. Dann geht es weiter mit It's My Life Band 1 und 3. Der zweite wird im nächsten Update auftauchen. Band 1 bildet eher ein Grundgerüst. Ab da wird es immer besser und besser. Kann ich dementsprechend auch weiterempfehlen. Dann geht es weiter mit Golden Kamuy Band 1. Aus Versehen doppelt gekauft. Mal wieder sehr typisch für mich. Ich hoffe, dass es mitunter das letzte Mal sein wird. Der nächste und somit auch letzte Verlag wäre Tokyo Pop. Als erstes hätte ich hier 31 I Dream Band 5. Hat mir mal wieder ziemlich gut gefallen. Vielleicht sogar ein Zacken mehr als My Magic Fridays. Könnte ihn tatsächlich, was Arina Tanemura angeht, vom Thron stoßen. Dann geht es weiter mit The Cell World Band 2. Ich hoffe, das war ansatzweise richtig gewesen. Auf jeden Fall eher etwas für zwischendurch. Konnte mich bis dato nicht wirklich überzeugen. Dann geht es weiter mit Broken Blade Band 1 bis 4. Die meisten Bände hatte ich bereits, aber in dem Gesamtpaket war es etwas günstiger. Da habe ich einfach nicht Nein sagen können. Dann geht es weiter mit Bloody Mary Band 5. Auch die Reihe habe ich unglaublich lange vernachlässigt. Dementsprechend freue ich mich, einen weiteren Band im Regal stehen zu haben. Dann geht es weiter mit Kaioru. Ich hätte hier deine teuflischen Küsse Band 1. Er konnte mich nicht wirklich überzeugen. In letzter Zeit enttäuscht mich da, ja, die Mangaka relativ häufig. Würde mich sehr gerne mal bei euch erkundigen. Dann geht es weiter mit einem Einzelband von Mai Ando. Erste Küsse, wenn die Liebe erblüht. Hat mir ziemlich gut gefallen, überraschend gut, einfach weil er sehr knuffig ist. Dann geht es weiter mit Mein göttlicher Verehrer Band 4. Hat mir ziemlich gut gefallen. Außerdem bin ich dabei, meine Lücke zu schließen. Dementsprechend freue ich mich auch darüber. Dann geht es weiter mit Smoking Parade Band 3. Um ehrlich zu sein, der Manga ist ein Wackelkandidat. Ich würde mich da sehr gerne mal bei euch erkundigen, an euch orientieren, wie ihr den Manga findet. Dann geht es weiter mit Are You Alice Band 6. Meine Pause war unglaublich lange, dementsprechend musste ich auch von vorne anfangen. Sollte mich dort etwas mehr, ja, bemühen, weitere Bände zu kaufen. Das Schlusslicht in diesem Video bildet Sisal Band 3. Hat mir mal wieder richtig gut gefallen. Ich würde mir nur so gerne Farbseiten wünschen. Das ist jedoch Meckern auf hohem Niveau. Auf jeden Fall war's das schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.